Grüezi miteinander, oder diesmal vielleicht besser, sönd willkommen beim Kulturplatz. Denn wir sind heute zu Besuch im beschaulichen Urnäsch in Appenzell-Ausserrhoden. Hier im örtlichen Museum spüren wir unter anderem einen Brauch auf, von dem ich bisher noch überhaupt nie was gehört habe und Sie vielleicht ja auch nicht. Dieses Modell hier im Urnäscher Brauchtumsmuseum zeigt jetzt eben diesen Brauch, von dem ich bisher noch nie was gehört habe. Alle zwei Jahre am Fasnachtsmontag trifft sich die sogenannte Blochgesellschaft, um einen Fichtenstamm, das Bloch, von Urnäsch nach Herisau zu schleppen und dann wieder zurück. Der hier hat eine wichtige Aufgabe, das ist der sogenannte Krasseli-Bub. Der ist darum bemüht, unterwegs ordentlich Spenden einzusammeln. Und ansonsten sind die verschiedenen Berufsgattungen, die mit der Waldwirtschaft zu tun haben, hier vertreten. Zurück in Urnäsch gegen Abend wird dann das Bloch auf dem Dorfplatz gegantet, also versteigert. Die Fichte ist ein Geschenk des Waldbesitzers an seine Waldarbeiter. Mit einem Teil des Erlöses aus der Versteigerung lassen die später am Abend im Restaurant Sonne die Korken knallen. Das aktuelle Bloch wird nicht verfeuert, es wird auch nicht zu Schindeln verarbeitet und es werden auch keine Holzkühe daraus geschnitzt. Nein, das Bloch 2011 geht um die Welt. Fast schon majestätisch thront es da. Satte 2 Tonnen schwer, 7 Meter lang und schon einige Jährchen auf dem Buckel. Das Bloch. Geholzt wurde es 2011 in Urnäsch. Am Samstag zog das aberwitzig sperrige Ding durch Bern. Über Klösterli-Stutz zur Zietglocke und Münster, vorbei an staunenden Zuschauern. Doch das ist erst der Anfang. Denn Markus Gossold und Johannes Hedinger von der Künstlergruppe ComCom planen eine ausgedehnte Reise mit dem Bloch im Gepäck. Nach Bern geht es zuerst auf Berlin, dann via Karlsruhe auf Polen, Krakau sehr wahrscheinlich, und dann wird er verschifft auf China. Und dann träumen wir noch von Island, von Nepal, vom Südpol. Große Pläne für einen Appenzeller Fichtenstamm. 2011 wurde er gefällt, durch die Dörfer gezogen und am Ende versteigert. Hedinger und Gossold haben damals das Bloch ersteigert. Und der Preis war hoch für die Auswärtigen aus der Stadt. Und was die beiden mit dem teuren Holz planen, knüpft zwar an die Appenzeller Tradition an, ist aber doch ganz anders. In der ganzen Welt soll das Bloch zur Bühne für Kunstaktionen werden. Dabei sollen sich gelebte Traditionen gegenseitig befruchten. Eine Art globalisierendes Brauchtum. Was wichtig ist, dass wir ja rausgehen und mit Kulturschaffenden vor Ort, jetzt in Bern, aber dann auch in Berlin und in Polen und China, zusammen arbeiten, aufgrund ihrer Traditionen, auf ihren Brüchen basierend, mit ihrem kulturellen Background und dort Neues kreieren. Was dabei Neues rauskommt, das weiß noch niemand so recht. Vielleicht erinnert ein Baumstamm, der durchs Dorf gezogen wird, in Indien eher an einen Totenumzug. Und anderswo gilt es eventuell als Fruchtbarkeitssymbol. Vielleicht wird der Baum verziert oder mit Blumen behängt. In Bern jedenfalls war das Bloch auch eine Touristenattraktion, die fast das Bundeshaus in den Schatten stellte. Abends im Kulturzentrum Porger bekam man einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Kulturaustausch mit einem Baum bedeuten könnte. Von Musik über Tanz. Das Bloch ließ stoisch und geduldig alles mit sich geschehen. Aber auch Handfestes gab es zu bewundern. Wie den Blochdruck, von dem es ganze 7 Stück gibt. In der Kunstgießerei St. Gallen wurden diese hergestellt. Mit 4 Seilträgern und einem extra hierfür angefertigten Stempelkissen erhielt das Bloch seine Fußabdrücke.
Leicht machen es sich Heddinger und Gossold jedenfalls nicht. So ein Bloch ist nicht unbedingt der einfachste Zeitgenosse. Von der Köhlen angefangen bis zum Gewicht. Also, es gibt nur Probleme mit dem Projekt. Man kann sich mal vorstellen, wenn man mit 2 Tonnen Übergewicht irgendwie will reisen oder an die Grenze kommen, dann brauchst du wieder 1000 Papierli und dann noch irgendwie einen Borkenkäfer-Test und dies und jenes. Und ob das Appenzeller Bloch in seiner ganzen Kraft und Schönheit jemals wieder heimischen Boden unter seinem Stamm spüren wird, auch das steht in den Sternen. Das Ziel ist schon, dass er zurückkommt. Wir möchten ihn auch den Urnäschern zeigen. Wir hoffen nicht, dass er als Zahnstocher zurückkommt, aber es kann alles passieren. Na, dann drücken wir mal die Daumen und wünschen eine gute Reise, auf dass alle heil zurückkommen.